Ja, könnte man noch Blatt Baden nehmen hier, oder? So eine kleine Erfrischung. Ja, jetzt heute wahrscheinlich ja nicht so verkehrt. Und mittlerweile 28 Grad. Extrem windig hier wohnen. Moin Leute, wir sind heute wieder unterwegs auf Lost Place Tour. Also herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es geht in einen alten russischen Flieger aus, wie man im Hintergrund schon sieht. Erste Anzeichen sind schon da. Ja, was soll ich euch kurz erzählen? Drohne ist mit am Start. Wir werden wahrscheinlich erstmal einen ordentlichen Drohnenflug machen über das ganze Gelände. Gefühlt, ja, 10.000, 20.000 Leute mal hier gewesen. Sieht man ja schon, alle wieder ein bisschen uneben, wie er durch die Büsche krauchen. Aber die ersten Gebäude sind schon in Blickweite. Bianca ist vorne weg. Diesmal mit weiter, ja, mit dabei, drücke ich es mal so aus heute. Und dann starten wir mal voll rein. Ich denke mal, wird als erstes der Drohnenflug werden, damit wir die Länder einmal mal überfliegen. Und dann werden wir uns noch einige Gebäude von innen ein bisschen angucken. Ja, mal schauen, was das hier heute wird. So, ein kurzer, zumindest kleiner Überblick über die Kaserne. Zu hoch kann ich irgendwie nicht. Extrem Probleme mit dem Überblick schaffen. 30 Meter mehr hat er mir nicht gegeben. Und zu weit weg auch nicht. Aber damit ihr einen kleinen Überblick habt, was hier los ist, mal gucken, vielleicht kriegen wir es noch ein bisschen höher hin, dass wir noch ein bisschen weiter starten können. Gut, mehr als 30 Meter lässt er mich nicht. Also werden wir es auch nicht zu weit strapazieren. Das Heizhaus mit dem Turm werden wir nachher noch besuchen. Das ein oder andere Haus hier, den weißen Block da hinten werden wir noch mal reingehen. Und dann vielleicht kriege ich ja auch das Freibad, was hier noch ist, dem Kasernengelände noch mit rauf. Naja, dann sehen wir uns jetzt gleich beim weiteren Video erstmal und dann bis gleich. So, ersten paar Meter sind wir drauf. Zu hören ist schon mal, dass wir nicht alleine sind auf dem Gelände. Die ersten Gebäude sind, kommen wir vorbei. Wie wir hier drüben sehen, werden wir wohl nicht in alle reingehen. So, am Eingang, nenne ich es mal, von der Kaserne. Ja, erste Leute sind zu sehen. Weg runter, verschwinden gleich natürlich. Wollen wahrscheinlich nicht mit auf dem Bild sein. Ja, teilweise extrem eingestürzt schon diesmal. Wir waren vor einem knappen Jahr schon mal hier. Da sah es noch nicht ganz so schlimm aus. Aber man kann es halt schon Kleinstadt nennen. Von der Menge an Unterkunftsgebäuden, die wir jetzt schon sehen. So, werden wir mal in so eine Hütte reingehen. Mal schauen, was das hier wird. Ja, wie immer, ein bisschen abblättern tut es halt schon. Keller haben wir auch. Ja, wir gehen aber erstmal wie immer mal um. So, relativ klein und schlicht gehalten. Ja, Waschräume. Mensch, das Ding ist fast 30 Jahre leer und ein Klobecken sind wir mal dran. Spülkästen. Man dauert ja nie lange, könnte man das Ding ja wieder intakt machen. Habe jetzt ein bisschen durchgespült und dann geht es schon. So, ist ja wie immer. Ja, Farbe blättert ab von der Wand. Oh, ein Pavillon im Haus. Neuer, gut, okay. Kann man machen. Wahrscheinlich ein bisschen Party draußen. Klar, Scheiben ist normal. Alles eingekloppt.
Da drüben, das sieht schon wieder nicht mehr ganz gut aus. Wie gesagt, gefühlt 20 so eine Blöcke auf dem Gelände, wo ich jetzt gerade drin bin. Daher werden wir mal ein erstmal nur nehmen. Haben noch ein paar andere Gebäude hier mit drauf, wo wir nochmal reingucken werden. Ganz Gelände, wie gesagt, überflogen mit Drohne, damit wir mal einen Überblick haben, wie groß und wie viel das sein wird. Ja, ein alter Stromkasten. Ja, kennen wir schon aus den anderen Kasernen. So. Ja, ein Treppenhaus, alles mal gefliest und dann mit Tapete übergeklebt. Okay. Ja, da drüben auch wieder Sicherungskasten. So. Erste Etage. Ja, natürlich klappert und knirscht hier wieder alles. Türen. Ist klar, wenn hier wieder überall alles gelüftet wird. Völlig normal. Jetzt nochmal von der anderen Seite einen Ausblick. Wir sehen hier schon wieder nochmal drei Gebäude, da drüben nochmal eins, ich bin in einem drinnen, dahinter noch eins. Hier ist überall Dielenboden. Okay, das war wahrscheinlich mal ein Sportraum. Naja, mit Zielscheiben. Okay, da drüben 85. Oh, sowas kenne ich auch noch. Aus meiner Bundeswehrzeit. Ja, Ablage für Waffen auf den Gängen. Hatten wir auch. Bei uns hatten wir aber eine Waffenkammer, wo wir sie dann endgültig eigentlich eingelagert haben. Oh, hier oben sogar noch Duschwannen mit drin. Meine Güte. Könnten aber. Nee, das sind Duschwannen oder Toiletten. Okay. Hier sieht es noch relativ gut aus. Gut erhalten das Gebäude. Klar, Boden ein bisschen hochgekommen. So, ein Stück mal Dachboden gucken. An sich sieht es relativ gut aus. Mit Abzäunung. Okay. Und alles eingezäunt hier oben. Dach sieht an sich erstmal gut aus. Der Schuhfetischist ist auch hier wieder unterwegs gewesen. Natürlich. Sieht wirklich sehr gut aus. Für so lange, wie das hier leer steht. Okay, sehr schön. Wirklich sehr schön erhalten. War wahrscheinlich wirklich mal die Waffenkammer hier oben. Oder noch irgendwas an Sport. Aber vielleicht kann mir das ja einer von euch beantworten. Einfach mal in die Kommentare schreiben, was hier oben gewesen sein könnte. Und dann bedanke ich mich schon mal im Voraus dafür. Für die kleine Diskussion oder die Anregungen, Kommentare. So, geht's hier runter. Keller hatten wir auch noch. Schauen wir noch mal kurz rein. Dann haben wir zumindest mal einen Einblick in so eine Hütte gesehen hier. Sieht eigentlich noch gut aus, aber ja, wir haben schon bessere Hütten gesehen, haben schon weit schlechtere. Also bis gleich im Keller. So, runter geht's im Keller. Und schon wieder ein Schuh. Ich verstehe das immer alles nicht. Die Wand ist hier aufgebrochen. Oh, hier hängen sogar noch die Kabel überall. Ja, wollen wir mal in die Innenrichtung gehen. Mal gucken. Ja, ein kleiner Aushang an der Seite. Na ja, gut. Wer meint, so was durch die Gegend zu schleppen, sollen sie alle machen.
auch wieder Türen, Holz gelagert. Wer sich immer diese Mühe macht, ja alle durch die Gegend zu schleppen. Aber naja, muss das auch geben. Naja. Wer so viel Langeweile hat, sollen sie machen. Ja, ein paar Schnapspullen natürlich. Haben wir ja hier mal gesehen. Also wird hier wahrscheinlich auch immer mal ein schöner Umtrunk stattfinden. Nennen wir es mal so. Freundlich, nett und freundlich ausgedrückt. Ja. Einen kleinen Stuhl, Grill, natürlich, klar. Machen wir hier ein bisschen Party. Ja, Tagesliebe. So, 20 Minuten, halbe Stunde unterwegs. Ungefähr gefühlt 10, 15 Blöcke mittlerweile gesehen. Alle ungefähr von der Bauweise gleich. Mal schauen, ob wir noch irgendwelche anderen Bauweisen finden, wo wir noch reinkommen. Sonst sieht es nämlich sehr mau aus mit Stabilität. Dächer teilweise eingestürzt. Wollen wir uns halt auch nicht immer antun, ne? So, Schornstein natürlich wieder interessant, wie immer. Wahrscheinlich Heizhaus. Schauen wir mal rein. So, fangen wir mal ganz hinten an, am Schornstein, am Heizhaus. Ja, wie man sieht, aufs Dach würde man kommen. Muss aber nicht zwingend sein, sieht man ja an der Seite. Kommt schon ein bisschen was runter. Werden wir uns ein bisschen sparen. So, jetzt mal rein in die Hütte hier. Wahrscheinlich alles mal auf Kohlebasis gewesen. Also ich tippe mal, die werden Schornsteinfeger alleine eingestellt haben. Keinen vorbeikommen lassen haben. Sonst wäre der hier das ganze Jahr beschäftigt. Nur noch so was wie ein Rest, würde ich sagen, von so einem alten Ofen. Ja, jetzt alles Holz. Haben sie aber versucht, wahrscheinlich noch mal einen Tag zu schmeißen, ne, alles. Ja, ein Stückchen weiter. Mal rein. Ui, hier sieht es aber gut aus. Noch ein paar Brenner. Elektrik. Oh, sieht aus, als hätte hier jemand probiert zu übernächtigen. Ja, ist halt warm im Winter. Ist halt ein Heizhaus. Von innen alles ein bisschen zugesperrt. Ja, wird wohl so ein alter Ofen gewesen sein. Ja, schön abgedecktes Loch. Haben wir wie immer auch immer mal in Kellern, dass irgendwo irgendwelche Schächte offen liegen. Ui, eine Dusche. Wahrscheinlich mal für die Heizleute. Also wieder schön vorsichtig den großen Strang, dass man da rüberkommt. Ui, Plumpsklo. Schön. Ja. Wollte man doch auch immer wieder haben. So, da wir uns ja auf einem Fliegerhaus befinden, was ja vom Prinzip her ja irgendwie auch sowas wie ein Flugplatz, Flughafen gewesen sein müsste, haben wir natürlich den Gedanken, dass wir uns jetzt in sowas wie einem Tower befinden. Oder zumindest, wo der ganze Flugverkehr geregelt wurde. Wir nehmen an, haben wir auch gleich wieder diesen Rundbogen, den man von einigen alten russischen Flugplätzen auch kennt. Nur alles ein bisschen höher und ein bisschen größer aufgebaut. Könnte natürlich auch sowas wie die Feuerwehr gewesen sein. Flughafenfeuerwehr. Noch ein riesengroßer Hangar daneben. Ja, und dann haben wir auch gleich den Bauern daneben, der sein Grundstück wahrscheinlich hier hinten raus hat. Aber wir gehen jetzt erstmal hier drüben in das Gebäude rein und schauen da mal nach, ob man ein paar Hinweise findet, ob das mal ein Tower gewesen ist. So, gehen wir mal hoch.
mal rein in die Hütte hier. Hier könnte natürlich auch sogar die Kommandeur, General oder sonstiges gewesen sein. Ui. Ja. Ja, Geländer fehlen, ist ja nichts Neues. Graffiti ist auch nichts Neues. Ist alles ein bisschen vermodert schon aus. Aber ja, sieht halt noch nicht so aus, als wäre hier Brand oder irgendwas gewesen. Nicht großartig Feuer. Ja, mal da hinten rausgucken. Könnte gut möglich sein, wie gesagt, dass das hier mal sowas wie ein Tower gewesen ist. Oder zumindest Flugleitzentrale oder so, dann wird ja heute zu Tower. Gucken wir, ob man irgendwo noch irgendwelche Hinweise darauf findet. Ja, auf jeden Fall mal wieder ein bisschen Party-Action. Ich mache mal Licht an, dass wir auch alle drauf kriegen, wieder mal. Wie gesagt, ein paar Leute habe ich schon gesehen. Nicht, dass er uns hier irgendeiner ins Bild rennt, erschreckenderweise oder so. So, dann machen wir nochmal. Oh, untergeklebt russische Zeitung. Damit die Tapete hält. Na ja, gut. Dann wissen wir ja wirklich, dass wir uns im russischen Bereich befinden. So, dann wir noch ein Stück hochgucken. Schön am Rand irgendwo mal bleiben. Hier, klar, Betonwände und Decken, aber trotzdem ist es natürlich ein Risiko, auch durch so eine Hütten zu gehen, wie man ja hier sieht. Hier oben zeige ich euch, ja, Decken schon teilweise runtergekommen, klar. So. Aber könnte schon wirklich sein, dass hier sowas wie der Hangar mal gewesen ist. Bei den Fenstern, bei der Größe an Ausblick. Ich denke mal, der ein oder andere wird jetzt wissen, wo wir sind. Durch den Ausblick nach draußen. Alle die nicht wissen, wir sind ein Stück außerhalb von Berlin, auf einem riesengroßen, alten russischen Militärgelände. So sieht einen kleinen letzten Raum hier an der Seite. Ja, man sieht, der Wald wächst schon. Natürlich wieder auf dem Dach. Sehr klar, zu weit werden wir hier heute nicht reingehen. Sieht man ja, die Decke ist schon ein bisschen runtergekommen. Das Merkwürdigste hier in dem Gebäude bisher, was ich gesehen habe, ist eine riesengroße Panzertür für, ich tippe mal, Geld. Bei Waffen haben die Russen ja immer mit sich getragen. Also wird es wohl Geld sein. So, kurze Pause gehabt, Akkutausch gemacht, was getrunken, sind ja seit knapp 2 Stunden auf dem Gelände unterwegs, ungefähr 1/3 bisher abgegrast, die Hangars fehlen noch, das Schwimmbad, Kantine hatten wir schon unterwegs gesehen, naja, mal gucken, was wir noch so schönes finden, halte ich euch hier weiterhin schön auf dem Laufenden. Wir werden immer mal noch in ein paar Häuser reingucken und dann weiter geht's. Ja, Außenansicht ist ja berauschend, nenne ich es mal so. Hier ein bisschen über Stock und Stein durch die Büsche krauchen. Ja, Vordächer schon eingestürzt, drinnen sah es auch nicht besser aus. Also wer Steine braucht, könnt ihr euch hier wahrscheinlich alle abholen. Der ein oder andere braucht ja doch öfters mal was. Mal ein Stückchen gucken. Kann ja nicht mehr kommen. Da ist ja runter. So. Drin ist schon ein riesiger Urwald. Alle schon hochgewachsen, teilweise bis zum Dach. Naja. Das Gebäude ist dann doch schon extrem runtergerockt. Vielleicht noch ein bisschen was für Kletterer und für Sprayer. Da haben wir nämlich wieder, hat er letztes Mal gesagt, auf dem Flughafen. Hertha verewigt sich überall. Ja, machen sie.
So, nochmal an zwei Garagenhöfen vorbei. Sind wir fast auf dem Sportplatz. Im Hintergrund schon die Plattenbauten zu sehen. Wahrscheinlich, ich nenne es jetzt wirklich mal so, für das kleine Fußvolk. Ein paar Meter weiter war dann das sogenannte Freibad. Sportfläche. Hier drüben sieht man nochmal wieder Unterkunftsgebäude ohne Ende. Wir sind jetzt da geradezu, was ich jetzt filme. Dahinter sind wir lang gekommen, sind den ganzen Weg einmal rumgelaufen und jetzt werden wir mal hier links nochmal reingehen und in einen von den Plattenbauten. So, sind wir beim sogenannten Schwimmbecken angekommen. Klar, kleine Wasserpflanzenlandschaft mittlerweile geworden. Man sieht, Startblöcke sind noch vorhanden. Hier ist alles noch, Leiter ist noch drin. Ja klar, Wasser, klar, der Regen tut sein Bestes. Wie man sieht, 50 Meter Bahn würde ich sagen. Und Markierungen auf dem Boden noch. Oh, könnte man noch glatt baden gehen hier, oder? So eine kleine Erfrischung. Wäre jetzt heute wahrscheinlich ja nicht so verkehrt. Und mittlerweile 28 Grad. Extrem windig hier wohnen. Aber wie ihr ja seht, hier ein bisschen trübe, aber ja, ein kleiner Sprung da drin. Wäre doch ein Spaß, oder? So, das kantinenartige Gebäude. Ja, mal reingucken. Ein bisschen crazy wird es gerade hier auf dem Gelände. Überall ist zu hören. Wird ein bisschen rumgeknallt, rumgeschossen oder sonst irgendwie. Ja, man sieht, Decke ist so leicht eingestürzt. Mal schauen, wie es hier noch weitergeht. Ja, okay, die Sicherungskästen waren schon geruppt hier diesmal. Aber wirklich stockefinster. Gut, Lüftung würde ich sagen. Wollte ich mal so behaupten, Kabel hängen hier von der Decke, teilweise tropft es. Aber ja, ich würde sagen, das war mal eine Kantine, Speiseraum, irgendwie sowas in die Richtung bei der Anlage, die hier drin ist. Na, ich schau mal weiter. Also wenn man hier im Dunkeln drin kommt und das alles so von der Decke, das ganze Styropor hängen sieht, denkst du doch, das ist hier die absolute Freakshow. Dass das hier, weiß ich nicht, und wenn dann noch die Bewegung vom Wind her wäre, meine Güte, ey. Naja, ob das jetzt hier wirklich eine richtige Kantine war, ist eine gute Frage. Ich würde ja sagen, ja, aber ein bisschen klein für die Masse an Leuten, die hier untergebracht wurden oder waren. Könnte aber natürlich auch so weit wie ein Konsum gewesen sein, mit Küche. So. Noch mal einmal außen rum gehen und mal gucken. Das Ding sieht ja eigentlich weit größer aus von außen, als das, was ich jetzt von innen erkannt habe. Hier sind die Fenster auch zu von außen. Ja, hier Fahrradunterstellplatz bei so einer Kaserne. Man kennt es so aus alten VEB-Geländen. Ja, ist auch so Wellblech, einfach für die Fahrräder. So, sind jetzt ganz oben angekommen, in so einem Betonklotz, nenne ich es mal. Typisch Standardbauweise. Das ist wieder ein großes Zimmer, ich denke mal Wohnzimmer mit Balkon. Küche, Bad, zwei kleine Zimmer. Hier ist komplett ein Durchbruch zu allen anderen Eingängen in dem Block, ich glaube 5 oder 6 sind es. Treppenhaus extrem aufpassen. Teilweise der Tarazzo von den Stufen schon weggebrochen. Keine Länder mehr dran. So, Außenwohnung. Ja, hier ist schon ordentlich alles weggekloppt.
wie man sieht, ein paar Wände eingerissen. Hier ist der Moos schon ordentlich durchgeregnet. Naja, gut. So sah es auf den anderen Etagen auch aus. Den Keller hatten wir auch noch. Schauen wir auch noch mal rein. So, typische Treppenhaus. Hatten wir in Lille-Pribyat auch schon. Ist nichts Neues. Und das ist ja typisch Zähler, alle draußen gewesen. So, letzte Aktion hier in dem Haus. Nochmal runter in den Keller. Keller wisst ihr ja selbst. Ist immer ein bisschen speziell. So, im Keller angekommen. Ja, besonders ist es jetzt nicht. Aber naja. Standard. Plattenbauweise vom Keller. Schauen wir mal durch. Ein bisschen. Sehr sauber eigentlich für den Zustand des Hauses, wenn er schon mal einer durchgefegt hat. Vielleicht ist ja doch die Gebäudereinigung hier noch am Gange. Ja, Nachbareingang rausgekommen schon. So, sind am Ende angekommen. Kurz vorm Ausgang, geht jetzt langsam Richtung Auto. Erstmal ein großes Dankeschön. Wird bestimmt ein etwas längeres Video wieder. Jeder, der bis hierhin durchgehalten hat, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wer noch kein Abo hat, lasst ein Abo da. Wenn nicht, sagt gerne Freunden, Bekannten, Familie Bescheid. Können alle immer dazukommen. Alle immer gerne meine Videos mitverfolgen. Lasst ein Däumchen da. Die letzten Videos waren schon Wohnen immer erfolgreicher, immer ansehnlicher. Dieses hier, wie gesagt, wird ein bisschen länger, ein bisschen größer werden. Natürlich haben wir es nicht geschafft, in jedes Gebäude reinzugehen. Da würden wir wahrscheinlich eine ganze Woche brauchen, um alles durchzuforsten. Ein paar Fotos wird es geben auf Instagram. Könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Könnt ihr mir auch gerne folgen. Meist setze ich immer ein paar Bilder mit rein von den Touren. Dabei, solange wie ich Zeit habe, am Wochenende ist natürlich immer ein bisschen mehr Zeit da. So wie heute, sonntags unterwegs. Lasst ruhig einen Kommentar da. Ich habe ein paar Fragen unterwegs, die habe gestellt. Vielleicht der eine oder andere kriegt sie beantwortet. Letztes Mal schon Vorbereitung oder so ein bisschen bekannt geben, dass wir ein bisschen mehr auf Tour jetzt wieder sein können, ein bisschen länger, auch mal ein ganzes Wochenende. Erstmal ein großes Dank schon mal an Tara, die uns bildlich da sehr doll unterstützen wird oder unterstützt. Wenn das Video rauskommt, denke ich mal, wird sie fertig sein. Erstellt uns zwei Logos. Vielleicht setzt sie die ja auch bei sich rauf auf der Seite. Mal gucken, wenn nicht, ich werde es bei Instagram machen. Sobald sie da sind, wahrscheinlich auch mal in einem Video mit einarbeiten. Mal gucken. Wie gesagt, Grüße gehen raus an Tara, an Bianca, die den ganzen Tag heute mit bei war. Die meist mal draußen vor den Gebäuden oder auch teilweise mit drin war. Die hinter der Kamera einfach mit mir mitläuft, die mir den Rücken in dem Moment ein paar Fotos macht, so dass wir uns gemeinsam präsentieren. Ja, Grüße gehen auch an die Kollegen raus, alte wie neue. An meine ehemalige Kollegin, wünsche dir gute Besserung. Krankheitsbedingt jetzt derzeit ausgefallen, aber ja, wir kriegen das schon hin, wir sehen uns, wir hören uns, aber eigentlich geht es ja nicht darum, sondern eigentlich wollte ich mich bloß verabschieden bei euch heute und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.